Erfurt Nord. Plattenbausiedlung am Rande der Thüringer Landeshauptstadt. Problemviertel. Armensiedlung. Sozialer Brennpunkt. Ein Vorurteil. Der Erfurter Süden. Gründerzeitvillen und schicke Einfamilienhäuser. Reichensiedlung. Große Autos und Prosecco-Runden. Ein Klischee? Was davon stimmt und was nicht? Die Frage nach dem Zusammenleben beschäftigt viele Menschen. Wir suchen nach Antworten. Wir treffen Wissenschaftler, Stadtplaner, Wohnungsunternehmer, Nachbarn, Bewohner, Bauunternehmer, Immobilienmakler, Mieter. Erfurt ist aufgeteilt. DDR-Plattenbauten im Norden und Südosten, noble Villen und schicke Stadthäuser im Süden, Eigenheime am Stadtrand für die jungen Familien. Arm und Reich sind unter sich. Wissenschaftler haben dafür einen Fachbegriff, Segregation. Er beschreibt das räumliche Auseinanderdriften verschiedener Einkommensgruppen und sozialer Schichten innerhalb einer Kommune. Ein Phänomen, das schon seit langem von Stadtplanern beobachtet wird. Auch in Erfurt. Wir haben jetzt nicht so ganz extreme Disparitäten, aber ganz pauschal kann man schon sagen, dass im Norden sich doch die Problemlagen in den Großwohnsiedlungen deutlicher bündeln und im Süden eher der Reichtum zu Hause ist. Arm und Reich wohnen nicht mehr Tür an Tür. Menschen, die von Hartz IV oder Sozialhilfe leben, wohnen in Großwohnsiedlungen mit niedrigen Mieten. Mittelstand und Wohlhabende suchen sich Wohnraum in den schönen Vierteln. Natürlich ist es eine attraktive Wohnlage. Es ist ruhig, es ist schön, es ist grün halt so. Und viele Leute würden sagen, hey, hier würde ich gerne drin wohnen, wenn ich es mir leisten könnte. Und das ist halt eben damals vor über 100 Jahren hier entstanden. Und dementsprechend wohnen auch heute noch eher die sozial privilegierteren Schichten halt hier, weil sie sich die Mieten hier eben leisten können. Und jemand, der eben Transferleistungsbezug hat, hat eben keine Chance, hier eine Mietwohnung zu bekommen. Marcel Helbig ist Sozialwissenschaftler. Der Erfurter hat als einer der ersten in Deutschland das Phänomen der sozialen Entmischung wissenschaftlich erforscht. 2018 veröffentlichte er seine Ergebnisse in einer bislang einzigartigen Studie, zusammen mit seiner Kollegin Stefanie Jähnen. Das war ja vor allem so die Beschreibung dessen, wie es aussieht. Und das, ich glaube, so die Hauptreaktion auf die Studie, die war vor allem, dass es ganz anders, gerade in den ostdeutschen Städten, ins Bewusstsein, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema halt irgendwo gelenkt hat. Weil man irgendwie immer gedacht hat, soziale Segregation und Benachteiligung ist einfach ein Thema von westdeutschen Gebieten mit hohem Migrationshintergrund. Und das hat man eigentlich überhaupt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das Ausmaß von Segregation und also von Entmischung, dass das gerade in den ostdeutschen Städten so groß zutage tritt. Die Studie zeigt einige dramatische Fakten. Vor 30 Jahren war die soziale Entmischung überhaupt noch kein Thema in Ostdeutschland. Doch binnen eines Jahrzehnts haben die sozialen Unterschiede in ostdeutschen Städten rapide zugenommen. In Jena, Weimar, Rostock, Potsdam, Halle an der Saale und Erfurt sind sie im Bundesvergleich am stärksten ausgeprägt. Woran liegt das? Die von Helbig aufgeführten Gründe hierfür klingen verblüffend. Denn sie haben auch etwas mit dem Zweiten Weltkrieg und der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015 zu tun. Die Platte. Einst geliebt, heute verpönt. Entstanden in einer Zeit, in der es vor allem in den Städten an Wohnraum mangelte. Beispiel Erfurt. Weil Brach- und Bauflächen in der Innenstadt fehlen, wurden auf Feldern und Wiesen im Norden und Südosten der Stadt Plattenbauten hochgezogen. Das war billiger als die aufwendige Sanierung von verfallenen Altbauten in der Innenstadt. Eine Wohnung in der Platte war damals heiß begehrt, attraktiv und vor allem modern. Mit Fernheizung, Bad und Toilette. Heute gehören diese Wohnungen meist kommunalen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften. Diese Wohnungen sind für Familien, junge Familien gebaut worden in den 60er, 70er bis in die 80er Jahre hinein. Sie können sich anschauen, wer da heute wohnt. Oft sind es diejenigen, die in den 1980er Jahren mit ihren Kindern eingezogen sind. Jetzt wohnen die Eltern noch da.
Mehr als ein Viertel aller Menschen in Ostdeutschland lebte zur Wendezeit in Großwohnsiedlungen. In Erfurt war es sogar die Hälfte der Bevölkerung. Doch das änderte sich nach 1990. Die, die es sich leisten konnten, sind rausgezogen, aber es kam kaum jemand dazu. Es gibt auch keine Stadtteile in den ganzen ostdeutschen Städten, die so stark an Bevölkerung verloren haben wie die Plattenbaugebiete. Und dann kamen dann eben weitere Prozesse, wie zum Beispiel die Aufwertung der Altstädte, wie es ja auch in Erfurt der Fall gewesen ist, dass es immer attraktiver wurde, dahin zu ziehen, die dann weiter quasi Klientel gezogen hatte, die sich das leisten konnten. Und auf der anderen Seite blieben die Platten als jener, oder die Großwohnsiedlungen als jener Bereich, den sich auch ärmere Leute einfach mal leisten konnten. Schicksanierte Wohnungen in der Altstadt und neue Eigenheime auf der grünen Wiese sind attraktive Wohnalternativen für jene, die Arbeit haben und gut verdienen. Und viele gehen gleich ganz in den Westen. Also die ostdeutsche Platte war dann so ein Stück weit der Prototyp von Großwohnsiedlungen. Das ist so ein Schmuddelkind halt so ein Stück weit. Und das hat sich dann, glaube ich, auch bei vielen, nicht unbedingt bei den Einwohnern selber, aber bei vielen auch bei der Ostdeutschen so verfestigt, dass es einfach keine attraktive Wohnlage ist. Auch eine Bewegung in die Gegenrichtung findet statt. In den angesagten Wohngebieten im Süden von Erfurt und der Altstadt steigen die Mieten. Menschen mit geringem Einkommen können sich das nicht leisten und ziehen in die Platte. Und so hat sich das dann langsam, die Niveaus der Armut, also der Armutsballung vor allem, also gemessen zum Beispiel mit Sozialhilfeempfängern oder heute reden wir oft von Hartz-IV-Empfängern, dass es im Innenstadtbereich und in den äußeren Vororten so gut wie keine SGB-II-Empfänger oder Hartz-IV-Empfänger gibt. Und in den Großwohnsiedlungen ist das halt sehr stark angestiegen. Bis so 2013, 14 hat das ein sehr hohes Niveau dann ein Stück weit erreicht gehabt. Verstärkt wird dieser Trend durch Zehntausende von Flüchtlingen, die seit 2015 nach Deutschland kommen. Die Kommunen brauchen billige Wohnungen, um die Ankommenden unterzubringen. Aber in den ostdeutschen Städten und auch in Erfurt hatte man die Platten, die extrem leer gezogen waren. Und wo man die Möglichkeit dann hatte, naja, guck mal, hier ist doch freier Wohnraum, ist doch eigentlich ein ganz einfaches Spiel. Und nirgendwo sind die Ausländeranteile so stark angestiegen in jener Zeit wie in den ostdeutschen Plattenbaugebieten. Und da kann man dann auch noch mal so ein paar Gebiete benennen, wo das besonders stark sich vollzogen hat. Halle-Neustadt und Erfurt-Ried sind Beispiele dafür. Randgebiet, Sozialhilfeempfänger und Flüchtlinge. Die Platte hat ihren Ruf weg. So diese Abwertung direkt nach der Wende hat eigentlich fast jedes Plattenbaugebiet getroffen. Mit einer so ein bisschen einer Ausnahme waren stärker in Innenstadtbereichen bebaute Gebiete oder einzelne Häuserblöcke, wie zum Beispiel in Dresden und Magdeburg, wo sehr viel im Krieg zerbombt wurde. Und da konnte man nicht, oder man hat im Endeffekt die Plattenbaugebiete nicht an den Rand gesetzt, sondern teilweise in die Stadt hinein. Und dann ist das auch eine etwas attraktivere Wohnlage, wo wir dann eine nicht so eine starke Abwertung, jedenfalls was die Sozialstruktur angeht, erfahren haben. Wir treffen uns mit Jenny und Philipp. Sie OP-Schwester, er Kindergärtner. Mittelschicht. Sie suchen schon lange nach einer größeren Wohnung oder einem Haus für sich und ihre beiden Kinder. Die Dreiraumwohnung in der Innenstadt von Erfurt wird zu klein. Also angefangen zu gucken haben wir ja schon immer, weil wir ja immer unser Eigentum wollten. Eine eigene Immobilie oder ein eigenes Grundstück selber bauen. Das haben wir schon gemacht, als der Große noch ganz klein war. Aber so richtig intensiv uns überlegt, dass wir hier irgendwann demnächst raus müssen, haben wir seit vielleicht einem halben Jahr. Ganz am Anfang ist ja die Intention gewesen, dass wir ein Grundstück haben und selber bauen wollen nach unseren Vorstellungen. Gell? Genau. Nachhaltig, so wie wir das halt uns denken. Ne? Aber die Grundstücke damals gingen schon recht gut weg und da waren schon die Preise horrend einfach, ne? Mit dem Haus ist es ja nicht getan am Ende, ne? Also man möchte ja auch trotzdem noch irgendwie in Urlaub fahren oder den Kindern und nicht jeden Wunsch abschlagen, nur weil eben kein Cent mehr hat, gell? Also und da ist so eine gewisse Grenze und die haben wir dann schon enorm hochgeschraubt im Laufe der Jahre und haben uns versucht damit anzupassen, aber ja. Die reicht anscheinend jetzt nicht mehr aus. Also jetzt definitiv gar nicht mehr, ja. Seit Jahren steigen in vielen Metropolen in Deutschland die Kosten fürs Wohnen rasant. Beispiel Erfurt. Die durchschnittlichen Mieten haben sich in den vergangenen 10 Jahren nahezu verdoppelt. Für Käufer sieht es nicht besser aus. Auch hier sind die Preise massiv gestiegen. So kostet beispielsweise eine Eigentumswohnung fast doppelt so viel wie vor 10 Jahren.
Das macht auch der Mittelschicht zunehmend zu schaffen. Wir haben ja hier auch eine große Fluktuation in unserem Wohnbereich. Und wenn man dann so guckt, an den Wohnungen ist nicht viel mehr anders gemacht worden. Und trotzdem sind sie 300 Euro mehr gegangen. Wofür, warum, weswegen? Also das verstehe ich halt immer nicht. Und ja, man wird immer mehr so rausgetrieben an die Randviertel. Das bestätigt Maklerin Iris Thorwirth, die wir bei einer Immobilienmesse in Erfurt treffen. Für preiswerten Wohnraum gibt es kaum noch Gebiete in Erfurt. Um das vielleicht so mal auszudrücken, selbst wenn ich jetzt an den Ringelberg denke, selbst da sind die Grundstückseinkaufspreise in den Jahren exorbitant gestiegen. Die Baukosten sind exorbitant gestiegen. Da kann man schon von Glück reden, wenn man da ein Häuschen bauen kann und nur mit 300.000 Euro Kredit bei der Bank wegkommt. In der Tat. Während in den geografischen Randlagen Thüringens Einfamilienhäuser im mittleren Preissegment schon für 40.000 bis 80.000 Euro zu haben sind, müssen Käufer in Erfurt erheblich mehr dafür berappen. Teuerster Wohn- und Immobilienmarkt in Thüringen ist laut aktueller Marktanalyse des Immobilienverbands Deutschland die Stadt Jena. Dasselbe Bild bei den Mieten. Vergleichsweise günstigere Preise an den Randlagen des Freistaats, hohe Mieten im Thüringer Zentrum, vor allem in Erfurt und Jena. Angesichts dieser Situation bei den Immobilienpreisen, wäre da nicht die Plattenbausiedlung mit günstigem Wohnraum eine Alternative? Für Philipp nicht, denn es sind nicht nur die Preise, die den Ausschlag geben. Sicherlich also wenn wir auch in Erfurt Nord schöne Wohnungen und da auch Viertel oder einzelne Wohnblöcke oder Wohnhäuser, wo man gut leben kann. Aber ich würde zum Beispiel niemals in die Berliner Straße oder in die Mainzer Straße oder sowas ziehen. Und auf dem Roten Berg möchte ich auch nicht wohnen. Ich arbeite dort, das ist okay, aber dort leben und mein Kind aufwachsen lassen möchte ich tatsächlich nicht. Warum ist das so? Das ist nun mal ein sozialer Brennpunkt. Und das soziale Gefälle zwischen hier und dort ist schon sehr hoch. Und das spiegelt sich natürlich auch im Bildungsgrad der Kinder und der Menschen dort wider. Ich kann mir schwer vorstellen, dass mein Kind in dieser Gegend richtig aufwächst, groß wird und dort die nächsten 10 Jahre oder 15 Jahre seines Lebens verbringt. Ich kann es mir einfach schlichtweg nicht vorstellen. Ich glaube einfach auch, da kollidiert so ein bisschen so die eigenen Sichtweisen, glaube ich, ne, von vielen. Also nicht alle, die dort wohnen, sind jetzt irgendwie Hartz-IV-Empfänger oder eben, ne. Es gibt bestimmt auch alleinerziehende Mütter oder Väter, die sich das einfach nicht leisten können, klar. Aber ich sage jetzt mal, zum großen Teil ist es wahrscheinlich dann doch eher die eigene Sicht aufs Leben. Damit entsteht durchaus eine Konfliktsituation dann auch in solchen Quartieren. Weil, wenn die Anzahl dieser Mieterinnen und Mieter, die von Transferleistungen leben, die vielleicht in ihrer Lebensgeschichte viele Brüche hatten, die soziale Probleme haben, die betreut werden müssen, wenn davon viele und auch zu viele in einem Haus sind, dann kriegt das einen schlechten Ruf. Dann will im Umfeld keiner mehr wohnen. Dann werden die Kinder in der Schule gefragt, wie du wohnst in dem Haus und das sind dann wohl deine Eltern. Ja, das mit der Einladung zum Kindergeburtstag lasse ich mal lieber weg. Also das sind Konsequenzen, die dann passieren. Ich glaube, das ist auch so ein Kernproblem, also ein mangelndes Verständnis der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Weil aus dem Süden kommt dann kaum mehr hier einer hin. Man kommt auch nicht miteinander ins Gespräch. Man hat da irgendwie seine Bubble im Süden und man hat seine Bubble im Norden ein Stück weit. Und solange diese Entmischung so stark ist, dann fehlt das Verständnis. Man prägt Vorurteile aus, dass hier oben ja nur Assis wohnen quasi so und damit assoziiert man dann auch andere Dinge. Also man assoziiert damit, dass dann, naja, da kannst du abends nicht quasi vor die Tür, weil da wirst du ausgeraubt oder sonst irgendwas. Aber das ist eigentlich so ein Zerrbild, was wir ein Stück weit haben. In der Stadtteilbibliothek am Berliner Platz im Erfurter Norden. Der Verein Mitmenschen e.V. und der Ortsteilbürgermeister haben zur Stadtteilkonferenz eingeladen, der ersten nach 2 Jahren Zwangspause wegen Corona. Die Teilnehmer reden über aktuelle Bauprojekte im Viertel, den Seniorentreff, Beratungsangebote zum Energiesparen und das letzte Stadtteilfest. Wir haben es heute gesehen. Ich meine, im Stadtteil wohnen knapp 6.000 Personen. Heute waren ca. 30, 40 Menschen dort.
Ich denke mal, da ist noch Luft nach oben. Es sind halt ja, klassische AktivbürgerInnen, die sich an so einem Format beteiligen. Zwei dieser Aktivbürger sind Hagen Fedder und Tamara Steinecke von der Initiative Berliner Brücke. Wir treffen beide einige Tage später wieder, gemeinsam mit ihrem Mitstreiter Chris Wunderlich. Sie leben schon lange hier im Viertel, kennen die Vorurteile und Klischees über die Gegend und ihre Bewohner. Ja, hier ist alles vertreten. Ich kenne hier Leute, die könnten sich partout von Ärzte, von Ärzten bis zur ja, von Ärzten bis zur Reinigungsfrau. Ja, bis zu dem, der nicht so richtig was zu tun hat. Mhm. Was jetzt noch dazu kam, waren ausländische Mitbürger. Das war bedingt durch, war aber auch früher schon, also vor der ganzen 2015-Geschichte, wohnten hier auch ausländische Mitbürger. Sie fallen hier nicht auf und sie sind integriert. Also was soll's? Ja? Man hört manchmal eine andere Sprache oder fragt man sich, was war das für eine Sprache? Ja? Aber mittlerweile ist das kein Problem. Sie haben mal einen hinter sich in der Kaufhalle, der spricht Arabisch und einen vor, der spricht Sächsisch. Es ist alles da. Das heißt, das Klischee oder Vorurteil, also Berliner Platz, das ist eher so ein Problemviertel, wo so nicht sozial stabilen Leute wohnen, das nein, trifft nicht das zu. Das kann man nicht bestätigen. Ich würde das auch nicht ranlassen, weil ich es anders den Leuten sagen könnte. Ja. Also, ein Problemviertel, was sagst du? Nein, wir sind wirklich hier wirklich vollkommen durchmischt. Mhm. Also, wie er schon sagt, alle Klassen, alle Nationen, alle Religionen. Verhaltensweisen, alle Religionen, Christenheits auch. Klar gibt es Leute, die Probleme haben, das sind sehr viele. Ja. Aber das heißt nicht, dass alle dass es ein Problemviertel ist. Eine 400 Meter lange Fußgängerzone, Springbrunnen und Kunst. Der Berliner Platz war in der DDR ein Vorzeigeobjekt. Wo der damals gebaut worden ist, DDR-Zeiten, ich habe es als Kind miterlebt. Mhm. Es war ein Musterstück. Ja. Er war richtig schick. Und ist dann eben halt im Laufe der Jahrzehnte verwahrlost. Die Stadt hatte kein Nichtinteresse. Es fehlte ganz einfach an finanziellen Mitteln. So schätze ich das ein. Ja, die finanziellen Mittel, die man in der Stadt hat, mussten A, an bestimmten wichtigen Stellen eingesetzt werden. Straßenbau etc. Und das ist mal vergessen worden und dann wurde es immer vergessen und dann hat man es ganz vergessen. Und auch im Zuge der Buga, dass das eben hier alles neu gemacht worden ist, weil es eben in einem sehr schlechten Zustand war, weil ja nach der Wende gar nichts gemacht worden ist, haben eben die Leute sich auch sehr viel drüber geärgert und aufgeregt. Es gab Stolperstellen, Pfützen etc. Es war total heruntergekommen und es war eine Zumutung, überhaupt hier über den Platz zu gehen, ohne sich vielleicht irgendwie weh zu tun. Die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt hat dem Berliner Platz ein neues Gesicht gegeben. Die Stadt investierte 5,2 Millionen Euro. Geld floss auch in andere Teile des Erfurter Nordens. Das Ziel, eine Verbindung zur Innenstadt zu schaffen. Hofft zumindest Tobias Knoblich. Also das war ein großes Stadtentwicklungsprojekt, gerade mit der Geraaue. Das ist auch im Südosten jetzt unser Ziel. Also diese Großwohnsiedlungen, die so isoliert geplant und gebaut worden sind, anzuschließen an die Altstadt zum einen und zum anderen natürlich auch eine Aufwertung herbeizuführen, dass die Menschen Freizeitangebote vorfinden, viel Grün, das ja schon da ist, Spielplätze, familiengerechtes zu gestalten und Attraktionen zu schaffen, um eben weitere Entwicklungen dort zu eröffnen, die von selber nicht gekommen wären. Also das ist schon ein Riesenaufwertungsprogramm gewesen. Und funktioniert das Konzept? Knoblich selbst spricht von einem langwierigen Prozess. Sozialwissenschaftler Helbig ist dagegen skeptisch. Die Frage ist halt, wie erfolgreich ist die ganze Geschichte, ne? Da kann man dann schon wieder zweifeln, weil die Frage ist, inwieweit die Plattenbauten das Problem sind oder nicht mittlerweile die soziale Zusammensetzung selber. Es geht also nicht allein um Gebäude, schöne Wege und Parks. Es geht darum, die Menschen zueinander zu bringen. Wenn nicht stadtteilübergreifend, so doch wenigstens innerhalb eines Stadtteils selbst. Also wir brauchen Vereine, zivilgesellschaftliche Akteure, und die haben wir ja im Norden auch schon, die versuchen im Stadtteil selber und an dessen Rändern in der Begegnung mit den Nachbarn Projekte zu initiieren, Veranstaltungen durchzuführen, Sozialarbeit zu betreiben, Jugendarbeit, Kulturarbeit. Und da freue ich mich, dass wir solche Vereine im Norden schon haben, die eine ganz, ganz wichtige Arbeit leisten. Die Berliner Brücke ist ein solches Projekt.
Die Initiative organisiert Kaffeenachmittage, Computerkurse und Sprachlehrgänge im Stadtteiltreff. Sie versteht sich als Nachbarschaftstreff, wo die Menschen von ihren Problemen erzählen. Das Forum versucht, dafür Lösungen zu finden oder zumindest Verantwortliche der Stadt auf die Belange im Viertel aufmerksam zu machen. Der eine sagt, hier ist keine Toilette. Betrifft mehr oder weniger ältere Damen und Herren, die hier spazieren gehen. Oder ich hatte jetzt vor kurzem, jung, 9, 10 Jahre, den fragte ich, was gefällt dir hier? Was gefällt dir oder was gefällt dir nicht? Und da sagt er mir, auf dem Spielplatz, der hier drüben ist, da fehlt dieses und jenes. Sehen Sie, die Spanne des Alters reicht von knapp 80 bis runter zu 10 Jahre. Ja? Und wir wollen damit viel erreichen, dass jeder, der über den Platz geht und sagt, das haben wir Anwohner, wir Nachbarn untereinander selber geschaffen, um auch mehr Achtung und Respekt davor zu erlangen. Bei Vandalismus gibt es überall, was sehr traurig ist. Aber ich sage mal immer, wenn die Leute das selber sich mit dafür eingesetzt haben, vielleicht wird es besser. Ob diese Werbung für das Viertel in Erfurt-Nord Jenny und Philipp doch dazu bewegen könnte, hierher zu ziehen? Wohl eher nicht. Während unseres Besuchs bei ihnen klingelt das Telefon. Müller, schönen guten Tag. Eine Immobilienmaklerin ruft an. Sie bietet ein Einfamilienhaus in einem Vorort von Erfurt an. Solaranlage, Sauna. Die Bausubstanz ist in Ordnung. Der Preis 600.000 Euro. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Nicht in dieser Lage. Ja, wir suchen ein Haus für unsere kleine Familie und oder beziehungsweise mit Schwiegermama zusammen, was in der Nähe von Erfurt oder Weimar liegt oder dazwischen und was bezahlbar ist. Also mehr als 400.000 sollte es dann doch nicht kosten. Für diesen Preis ist in Stadtlage oder Stadtnähe derzeit nichts zu finden, heißt es dazu von der Maklerin. 600.000 Euro. Schönes Haus, groß, super modernisiert, aber doch einfach utopisch, oder? Und wo kommen die Leute her, die so viel Geld haben? Das fragen wir uns auch immer wieder. Es muss ja Unmengen an Leuten geben, die so viel Geld in die Hand nehmen können und wollen. Naja, okay. Das ist einfach unglaublich, wirklich. Also aussichtslos wahrscheinlich. Zurzeit. Ja. Hausverkäufer und Makler bestätigen uns, die Lage auf dem Immobilienmarkt ist schwierig. Das zeigt sich auch auf einer Immobilienmesse in Erfurt. Nur wenige Besucher. Auch die Aussteller konstatieren auf Nachfrage geringes Kundeninteresse. Das ist diese toxische Kombination aus gestiegenen Baukosten und den gestiegenen Zinsen. Das war alles noch irgendwo, ja, es war noch kompensierbar, indem ich halt unter 1% zum Beispiel einen Kredit bekommen habe. Ja, so, jetzt steigt alles in allen Bereichen, auch die Nebenkosten für ein Haus steigen. Maklerin Iris Torwirt empfiehlt Familien wie Jenny und Philipp auf andere Regionen auszuweichen. Gotha liegt nah, Arnstadt liegt nah, Weimar ist schon wieder ein teureres Gebiet. Aber auch so die Dörfer im Umland, wenn ich mit Bus und Bahn nach Erfurt kommen kann, um zu arbeiten, sollte man abwägen. Wäre wirklich eine Empfehlung. Also wir haben eine Umverteilung, ne, tatsächlich auch. Und Städte wie Gotha erfahren unglaublichen Zuspruch, weil die Leute sagen, also Erfurt kann ich mir nicht leisten, obwohl ich gutes Geld verdiene. Ich ziehe nach Gotha und da fahre ich gerne eine halbe Stunde. Ein Phänomen, was für uns in Thüringen relativ neu ist, aber in alten Bundesländern gang und gäbe. Häuser, gerade in Erfurt, Jena und auch Weimar, scheinen also auch weiterhin ein Privileg für Wohlhabendere zu sein. Und wer nicht so viel Geld hat, zieht in eine Region, wo Häuser wenig kosten. Unterschiedliche Einkommensgruppen teilen sich in den verschiedenen Städten auf. Was können Kommunen überhaupt tun, um Menschen innerhalb ihres Stadtgebietes zusammenzubringen? Eine Idee wird von den Erfurter Stadtplanern verfolgt. In den Plattenbaugebieten alte Mehrgeschosse abreißen. In die Lücken könnten dann zum Beispiel Einfamilienhäuser gesetzt werden. Aber dort ist es halt schwierig, Partner zu finden, die eben dort bauen wollen, weil das Gebiet natürlich monothematisch geprägt ist. Dort ist dieses typisierte oder serielle Bauen aus DDR-Zeiten. Da ist die soziale Struktur, wie sie eben ist, wie dargestellt, also relativ einseitig. Da reinzugehen wäre eigentlich richtig und das versuchen wir ja auch.
Das Abreißen von Plattenbauten in den ersten Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung war durchaus umstritten. Leergezogene Häuser, in denen nur noch wenige Mieter lebten, brachten den Wohnungsunternehmen Verluste. Deshalb wurden Millionen an Fördermitteln dafür ausgegeben, solche Gebäude abzureißen. Im Nachhinein durchaus ein Fehler. Wir haben halt zu viel an Wohnraum abgerissen nach der politischen Wende. Etwa 7000 Wohnungen in diesen Großwohnsiedlungen, die uns jetzt fehlen. Und wir haben im Wohnungsbau vor allem die Privaten am Start. Und das hat die Marktsituation halt geprägt. Man hätte frühzeitig vielleicht auch Bodenbevorratung betreiben müssen als Stadt, dass man eben selber was zur Verfügung hat, um dann entsprechend preiswert Baugrund abgeben zu können. Ein anderes Modell: Eigenheimsiedlungen am Rand von Großsiedlungen bauen und zwischen beiden Verbindungen schaffen. In den Grenzregionen dann mal eine Reihenhaussiedlung hinzustellen, darauf zu achten, dass da Infrastruktur gebaut wird, den Spielplatz aus der Einfamilienhaussiedlung und von der Großwohnsiedlung gemeinsam zu nutzen, weil man ihn auf die Grenze setzt. Das sind Mosaiksteine, die dafür sorgen, dass gesellschaftliche Durchmischung entsteht. Aber sie entsteht eben nicht dadurch, dass man von heute auf morgen einen Beschluss fasst, sondern das ist ein dauerhafter Prozess. Für solche Projekte gäbe es durchaus eine Zielgruppe, meint Emrich. Und ich glaube, es ist auch diese Übergangssituation, ja, dass Menschen, die vielleicht in Großwohnsiedlungen bisher gelebt haben und sagen, mein nächster Schritt, weil meine berufliche Entwicklung mir das möglich macht, weil ich das persönlich möchte, ist aus dem 11. Stock raus. Abgesehen davon brauche ich ein bisschen mehr Platz. Aber meine Freunde, meine Verwandten, meine Infrastruktur ist hier in dieser Großwohnsiedlung. Und ich nehme das Reihenhaus, was direkt im Anschluss gebaut wurde. Klingt gut, scheint aber in der Praxis nicht so leicht zu funktionieren. Neben dem Berliner Platz ist in den vergangenen Jahren eine Einfamilienhaussiedlung entstanden. Ich wüsste nicht, wer dort wohnt. Ich weiß auch nicht, aber ich denke mal, die werden auch hier einkaufen. Mitunter. Die werden auch Sachen nutzen, hier Pakete zu holen oder abzugeben oder was auch immer. Aber eine direkte Verbindung gibt es nicht. Ich weiß gar nicht, gehören die mit gehören zu unserer... Die gehören auch nicht mehr mit zu unserem Gebiet. Ja. Und wenn es für eine Reihenhaussiedlung im Plattenbaugebiet keinen Investor und kein Geld gibt, dann könnten auch andere Anziehungspunkte geschaffen werden, meint der Verbandsdirektor. Für die Stadt insgesamt zu werben, die Menschen vielleicht zu locken, in diese Quartiere zu kommen, dadurch, dass man Infrastruktur in Großwohnsiedlungen anbietet, die es an anderer Stelle nicht gibt. Also das Gymnasium, die Schwimmhalle, die Sportanlage, damit man da durchgeht, damit die Menschen sich kennenlernen. Auch Sozialwissenschaftler Helbig hält diese Idee für sinnvoll. Er verweist auf ein Beispiel in Weimar, wo etwa ein Kindergarten im Plattenbaugebiet auch für Einwohner aus anderen Gegenden attraktiv ist. Man kann, glaube ich, etwas erreichen. Man muss aber, glaube ich, verdammt viel in die Hand nehmen dafür. Man muss auch quasi Dinge dort hinsetzen, die es dann sonst irgendwo auch nicht gibt. Oder man schreibt die soziale Vermischung von vornherein fest. Ein Instrument dafür ist das Baulandmodell, das auch in Erfurt praktiziert wird. Hier wird Investoren die Auflage erteilt, einen Teil der Wohnungen für Mieter mit geringem Einkommen zu reservieren. Die Miete ist gedeckelt. Für solche Projekte gibt es vom Staat Fördermittel, wenn der denn welche hat. Also wir haben Investitionssituationen in Erfurt gesehen, die an dieser Stelle dann eben die Sozialwohnungen nicht bauen konnten. Und dann hat man im Endeffekt statt ein gemischtes Quartier mit Sozialwohnungen ein verzögert gebautes Quartier mit höheren Mieten und keine Sozialwohnungen. Und das ist nicht das Ziel der Idee. Der Instrumentenkasten der Kommunen ist aber begrenzt, räumt auch Stadtplaner Knoblich ein. Sozialwissenschaftler Marcel Helbig sieht ohnehin andere Faktoren als wichtiger an. Dass Menschen untereinander Vertrauen haben, dass sie quasi nicht Angst haben müssen, sich irgendwo in einem Stadtteil zu bewegen. Dass da vielleicht auch enge soziale Beziehungen bestehen, sodass im Endeffekt das Umfeld, gerade das menschliche Umfeld, passt. Am Ende kommt es auf die Menschen an und was die miteinander zu tun haben wollen. Oder eben auch nicht.